So, hallo YouTube. Jetzt bin ich mit dem neuen Nexus 7 HD zweite Generation Teil mal draußen. Ich verwende wieder ein Apple-Headset für den Ton, damit ich damit es windet. Ihr seht, die Sonne knallt ohne Ende. Ich schwitze mir hier einen Wolf. Aber so ein Tablet-Test, Videotest muss ja auch mal sein. So, dahinter mir der Bagger des Todes. Ich glaube, das ist so inzwischen sogar ein Ingress-Portal. Ich glaube, Power-Bagger oder so genannt. Habe ich damals mal eingereicht. Aber das interessiert euch alles gar nicht, sondern ihr wollt eigentlich nur sehen, wie gut ist die Bildqualität. Jetzt gucke ich auch endlich mal links oben in die Kamera und quatsche nicht wieder einfach mittig drauf los. So, noch ein bisschen Himmel und nochmal zurück auf mich. Und Einstellungen sind in 720p, das ist so die Standardeinstellung. Wahrscheinlich lasse ich das in iMovie gleich wieder auf 1080p hochrechnen, weil ich da wieder nicht dran denke, es auf 720p zurückzusetzen. Aber mal gucken. Bei der Rückseitenkamera, da mache ich ja gerade auch meine Runde, da war die Standardeinstellung auch 720p, obwohl die Kamera natürlich in Full HD 1080p auch aufnehmen kann, muss man natürlich darauf aufpassen. Nicht, dass man sich hinterher dann wundert, ach oh Mist, die Aufnahmequalität hätte ich mir aber besser vorgestellt. So, das soll es jetzt gewesen sein. Ich kann auf jeden Fall schon mal so viel verraten, auch in der prallen Sonne. Das Display spiegelt natürlich wie Hulle. Ich kann mich aber trotzdem noch gut erkennen hier draußen beim Rumlaufen. Wir können zwar mal richtig rumdrehen, damit ihr dann mal da die volle Sonne abkriegt. Mal gucken, ob das jetzt überhaupt was geworden ist oder ob das nur schwarz war oder nur hell. Aber das soll es jetzt gewesen sein. Das ist die Frontkamera vom neuen Nexus 7. Und wenn ich das auf dem Bildschirm schon mal beurteilen soll, die taugt was. Ich denke mal, vielleicht ein Ticken besser als die vom Vorgänger. Aber für normale Videotelefonie und Chat sollte das Ding dicke ausreichen. So, das war's. Vielen Dank fürs Zugucken. Macht es gut und bis zum nächsten Video. Tschüss.